Armer Burgener, ihr habt ja den Pipanathlon gewonnen. Erzähl dir mal, was ist das so für ein Gefühl? Ja, das ist eigentlich eine flotte Sache, weil da wird die Arbeit, die ich über Jahre gemacht habe und auch mit Freude gemacht habe, muss ich sagen. Ich habe, der Hockeysport ist einfach mein Leben, gesagt, und ich habe eine riesige Freude, wenn ich die Jungen da sehe, wie die den Sport machen, den ich auch für das Leben gerne gemacht habe. Ihr seid ja einer von denen, die geholfen haben, dass die Halle zu Raro aufgebaut wurde. Ist das nicht einzigartig, dass eine Mannschaft so viel Frauenarbeit leistet? Wohl, also ich muss euch sagen, wir haben schon früher die Kunsteinspann gemacht. Wir haben euch schon immer viel Frauenarbeit gemacht, hier auch wieder. Und das ist phänomenal, wie die alle wieder geholfen haben. Das ist von der ersten Mannschaft bis zum Nachwuchs, wo die Eltern helfen. Also es ist eine riesige gute Unterstützung gewesen. Ihr seid ja jetzt schon länger bei EAC Raro. Was sind eigentlich so die Ziele, die der Kanu gesteckt hat für die Zukunft? Also das Ziel war ja immer, wir sind ein Club, der einfach einen breiten Sport macht. Und das war für uns immer wichtig, was man der Hockey einfach hat. Einfach das ganze Jahr kann durch, oder das ganze Jahr einfach die saisonal einfach ein bisschen besser kann planen. Weil ganz früher haben wir einfach nur eine kurze Eiszeit gehabt, und jetzt ist es länger, ist schlimmer geworden. Und dann haben wir die Kunsteinspann gebaut, und jetzt müssen wir sagen, entweder eine Halle oder wir können einfach nicht mehr mitmachen. Oder? Und dann sind wir einfach da, und das Ziel wäre eventuell eine gute Zweitliga, wo wir jetzt eigentlich nicht schlecht sind, und vielleicht weiter, dass wir mal in die erste Liga gehen klopfen.